Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum und ich muss mal hier geschwind mein Geld, meinen Kontostand anschauen. Okay, wir haben einiges an Geld dazu gewonnen, was nicht schlecht ist. Wollen wir uns mal Bälle kaufen. Ja, wir müssen ja hier was anderes machen. Wir müssen jetzt da nach unten gehen und gegen Leute kämpfen. Weil das macht Spaß und ist fair. So, liefert uns mal ein Good Battle. Hot Buttered Popcorn Dead Side Deal. Oh, Krypto. Ich hab's ja so sehr lieb, aber Level 43 ist echt nicht schlecht. Muss ich nur sagen. Oh, knapp überlebt. Aber wird wahrscheinlich. Nee, Krypto-Schlag setzt nicht an. Das heißt, wir können es wirklich krallen. Und krallen wir müssen, wenn sich zumindest die Gelegenheit ergibt. Ich meine, die Gelegenheit ergibt sich, daher, was spricht da großartig dagegen? Aha. Ja, Scorbler wäre echt eine Überlegung, wird das ins Team aufzunehmen. Aber von welchem Typ ist das eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was weiß ich denn schon? So. Also dementsprechend noch einmal Pummeluff eliminieren. Das geht mir an die Nieren. Okay, egal was man sagt, es kommt genau dasselbe bei rum. Ja, wie sieht es eigentlich nochmal aus, was die Typen angeht? Ja gut, der Scorbler würde schon reinpassen. Finde ich gut. Finde ich gut. So macht man das und nicht anders. Und speichern sollten wir übrigens auch nochmal. Ich glaube, nach dem übernächsten Part wird diese Aufnahmesession auch wieder enden. Mal so motiviert bin ich jetzt auch wieder, das ganze Spiel hier noch durchzuziehen. Mein Commentary merkt auch schon, ist nicht so energisch wie in den letzten Parts von Pocket Monsters Green.
Weil da steht Items, dabei kann man doch nur ein einziges Item einem Pokémon geben. So. Dann mal her mit dem EP-Teiler. Und der Rest. Wir könnten eigentlich nach Tara schon längst aufleveln. Tun wir das doch einfach mal. Und ich würde sagen, einen Sonderbonbon hebe ich mir mal auf für schlechte Zeiten. Jetzt gehe ich in den Underground. So viele Trainer dürfen das ja eigentlich gar nicht sein. Ich bin so fertig. Shina. Ob die auch wirklich scheiß? So hübsch wie die ist. Attacken. Ich will wissen, was Mystery ist. Achso, das kann man alles nicht einsetzen. Voll blöd, ey. Dass er nur Kryptoschlag hat. Dafür reicht meine Geduld leider nicht. Meint ihr, ich kann mich gedulden? Dafür habe ich weder das Geld noch die Items. Aber es wäre lustig, wenn ich es fangen könnte. Ein Team-Pokémon wird es nicht werden, aber wer weiß. Eigentlich ist es mir dann auch egal, dann kann ich es eigentlich auch in die ewigen Jagdgründe fahren lassen. Okay, das lese ich jetzt nicht vor, das ist ja alles mal wieder so. Wir sind hier die Türsteher und sind eigentlich keine wirklichen Türsteher. Aber schon mal an, wie langsam dem seine Leiste abnimmt, also das ist ja furchtbar. Ich kann es nur noch mal wiederholen, das ist ja der Wahnsinn. Wie lange das braucht, um sich befreien zu lassen. Also da packt mich dann später schon noch die Ungeduld.
Das wäre vielleicht jetzt strategisch nicht die allergescheiteste Idee, wobei doch, das geht sich schon aus. Nur andersrum würde es halt mehr Sinn machen. Begeifel! Na ja, gut, das ist auch ein Krypto. Das ist eigentlich besser, wenn es um Boden-Pokémon geht. Oh, das ist ja sogar Eis, das ist vom Typ Eis! Dass ich sowas nicht weiß, es ist vom Typ Eis. Und draußen scheint es ordentlich die Post abzugehen, was den Regen angeht. Oh, Thermoball haben uns auch einige erhalten. Ich weiß gar nicht mal, woher die kamen. Ja, also angreifen braucht man da glaube ich nicht mehr. Das ist schon zu schwer. All in all, it's too hard. Das ist aber schade. Wir haben glücklicherweise ja noch den hier als Ersatz. Wir müssen dringend wieder nach oben fahren und uns heilen. Dann nutzen wir aber mal den Timer Ball. Sehr schön. Ich würde sagen, Keifel nehme ich auch in mein Team auf. Fürs Erste erstmal. Und wir halten übrigens einiges an Geld. Mittlerweile. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.